Herren, zur Pressekonferenz nach dem Spiel Energie Cottbus gegen Uerdingen im Stadion der Freundschaft 0:2 am Ende vor 5.526 Zuschauern. Wir begrüßen natürlich alle Pressevertreter und beide Trainer auf Seiten der Uerdinger ganz klar, Stefan Krämer und auch Peter Wollitz. Ja, Stefan, du hast das erste Wort. Benni, vielen Dank. Hallo alle zusammen. Das Spiel mache ich relativ kurz. Mit der ersten Halbzeit war ich nicht wirklich zufrieden, weil wir in der Offensive viel zu leichte Bälle hergegeben haben und dadurch Energie im Umschaltspiel viele Möglichkeiten gegeben haben, uns richtig weh zu tun. Und das hat dazu geführt, dass 3-4 Situationen entstanden sind, aus denen auch ein Tor hätte fallen können. Da haben wir uns in der Halbzeit drüber ausgetauscht, um es mal vorsichtig auszudrücken, wie man das ein bisschen besser machen kann. Das wurde dann ab der 46. auch deutlich besser. Ich hatte das Gefühl, dass mit dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit wir richtig im Spiel waren. Wir haben eigentlich keine Torschance mehr zugelassen über die gesamte zweite Halbzeit. Und das ist vor der Nordwand nicht so einfach. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und haben das Spiel eigentlich ganz gut kontrolliert und haben, glaube ich, aufgrund der guten zweiten Halbzeit auch nicht ganz unverdient gewonnen. Wobei, wie gesagt, wenn wir in der ersten Halbzeit in Rückstand kommen, kann das natürlich auch ein ganz anderes Spiel werden. Wie ich gestern mit dem Bus hier reingefahren bin, das war echt ein komisches Gefühl, weil ich habe die Zeit, die ich hier hatte, habe ich mich pudelwohl gefühlt. Ich war total in dem Club drin, der liegt mir echt am Herzen. Der Club ist cool, die Stadt ist cool, die Leute hier sind cool. Ich habe immer noch ganz viele Verbindungen hierhin und na gut, man wird es mir nachsehen. Mit Ausnahme des Rückspiels wünsche ich dem Club nur das allerbeste und den Leuten, die für den Club arbeiten und den Leuten in der Stadt. Und habe ganz viele Leute wieder getroffen, teilweise nur ganz kurze Momente, weil die Zeit fehlt ja im Tagesgeschäft so ein bisschen, aber mich riesig gefreut, alle zu sehen, auch Peter zu sehen. Und großen Respekt für seine Arbeit hier. Und wie gesagt, hoffe sehr, dass der Club eine super gute Zukunft hat. Und ein Teil von mir wird immer hier sein und immer wieder hier zurückkommen und hoffe sehr, dass es dem Club in der Zukunft gut geht. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Für die Worte, Peter, jetzt ein Statement zum Spiel. Ja, erstmal vielen Dank, Stefan. Analyse ist eigentlich auf den Punkt. Gratulation, sehe ich genauso. Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg in Ordnung, wer es verdient. Wie auch immer man das formulieren mag. Erste Halbzeit haben wir das, was nötig ist, dann im Summenspiel haben wir umsetzen können. In der zweiten Halbzeit keinen Abschluss mehr gehabt. Meine Vorstellung ist, wenn man keinen Abschluss hat, bist du dann auch irgendwann schlecht organisiert. Siehe erste Halbzeit. Gegner hatten nicht so den Abschluss hinbekommen und wir konnten schnell sowohl das Mittelfeld überbrücken, obwohl das manchmal gar nicht. Das wir gar nicht brauchten, sondern über das Mittelfeld spielen konnten und dann die Möglichkeiten sich zu erspielen. Kann man auch schon mal ein Tor erzielen. Ich finde, dass die Abschlüsse dann ein bisschen überzeugter hätten sein können. Und in der zweiten Halbzeit ist es so, dass auf den Außenbahnen im Anlaufen das nicht so war, wie es dann in der ersten Halbzeit war. Diesbezüglich wir völlig die Kontrolle im Zentrum verloren haben, komplett. Aber auch mit dem Rücken zu kompliziert gespielt haben zum Gegner. Und wenn er mit dem Rücken zum Gegner kompliziert spielt, und das ist ja jetzt bekannt, ich meine, es ist 18. Spieltag, dass der Gegner, 17. Spieltag, Entschuldigung, dass der Gegner individuelle Qualität hat. Darüber hinaus mit sehr geordneten, Maro hat es sehr gut gemacht, erfahrenen Torwart, Dorn, Kreuz, Großkreuz, die dann natürlich auch selbst aus einer nicht so guten ersten Halbzeit richtigen Schlüsse in der zweiten Halbzeit ziehen können. Dann darfst du nicht so ein Anlaufverhalten haben und diesbezüglich ist dann das Ergebnis zustande gekommen. Nochmal, Stefan, erstmal wir, das weißt du, dass wir beide safe sind. Ich wünsche dir und deiner Mannschaft noch maximal bis zur Winterpause und dann in der Rückrunde das Quäntchen, was du dann am Ende brauchst, das weißt du, ist schon aufgestiegen mit Arminia. Wünsche ich dir auch mit KFC, ich glaube, dass die Möglichkeiten bestehen. 6-7 Mannschaften um diesen Platz spielen, weil lange keine Entscheidung gefallen ist. Und dann hoffe ich natürlich für uns, dass wir dann unser Ziel auch erreichen. Ich glaube, dass seit heute ist jeder weiß, Abschießkampf ist brutal, Ausschießkampf auch, aber Abschießkampf ist noch brutaler und da sollte der ein oder andere
speziell nach der zweiten Halbzeit, dann auch in der Reflexion so mit umgehen, dass wir unsere Ziele erreichen können. Guter Anfang, schönes Wochenende und allen Anwesenden ein schönes Adventwochenende. Der erste. Dankeschön.